Hey Leute, was geht? Mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal PaddyStarTV. Heute möchte ich euch hier die Demo von EA Sports UFC vorstellen und ich bin jetzt hier gerade mal auf der Xbox One, weil ich das gerade irgendwie auf der PS4 nicht gefunden habe. Auf jeden Fall heute seit dem 3.6. soll sie verfügbar sein oder beziehungsweise ist sie verfügbar, die Demo für EA Sports UFC. Ich weiß gar nicht, ich glaube der Release ist irgendwann in 2 Wochen. Und auf jeden Fall werde ich mir das Spiel auch kaufen. Bin ich mal gespannt. Hat ja lange gedauert, bis es dann veröffentlicht wird. Sollte ja eigentlich, glaube ich, schon zum Start zuerst veröffentlicht werden. Naja, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt hier die Demo mal an. Wenn ein Intro gleich kommt, bin ich mal kurz ruhig. Na, kommt kein Intro, also kein Intro in der Demo. Hätte mich auch gewundert. Versuch, 17. Juni lese ich hier gerade irgendwo, also genau heute in 2 Wochen soll das wohl rauskommen. Und dann schauen wir uns mal an, was die Demo denn hier zu bieten hat. Also, man hat ja ein paar Trailer gesehen, die sahen auf jeden Fall richtig, richtig stark aus. Und ich schätze mal, in der Demo können wir jetzt hier wahrscheinlich einen Fight spielen. Erstmal vorweg, von UFC selbst habe ich null Ahnung, würde ich sagen. Und einfach null stimmt ja nicht. Also ich habe schon mal den ein oder anderen UFC-Fight aus Spaß gesehen, das aber auch schon bestimmt 3 Jahre her, nicht live, sondern online einfach. Da konnte man die irgendwo nochmal umsonst gucken. Mittlerweile habe ich es nochmal versucht vor ein paar Wochen, finde ich die aber nicht mehr. Man findet auf YouTube ein paar UFC-Kämpfe. Warum muss der denn hier jetzt noch laden? Naja, es scheint wohl einfach jetzt direkt hier in den Fight zu gehen, oder so. Gucken wir mal. Sehen wir, es sieht aus wie ein Intro. It takes a lot to be a mixed martial artist, man. You know, I wake up every morning around 8 o'clock. Start off with a 9 o'clock practice. Wie gesagt, den Herren kenne ich jetzt hier nicht. Early in the morning, what sucks. UFC-Fans werden mich wahrscheinlich jetzt auslachen. Könnte irgendein Weltmeister sein und ich würde ihn nicht kennen. Aber das, was mich eigentlich an UFC so fasziniert, wenn ich es mal sehe, ist das, was er gerade sagt, dass es eine Kombination, also Mixed Martial Arts und also eine Kombination aus allen möglichen Kampfsportarten, die man sich vorstellen kann. Und also eigentlich für mich die Kampfsportart, oh jetzt geht's hier rein, die Kampfsportart, die am komplettesten ist. Sonst hat man ja immer nur Boxen, Kickboxen oder Ringen oder keine Ahnung, Kung Fu oder wie auch immer. Und hier ist einfach mal alles vereint. Man kann dem Gegner, egal auf welche Art und Weise, verprügeln, sag ich mal. Und wirklich hier der Kampf Mann gegen Mann, bis einer aufgibt, der Schiedsrichter abbricht oder wie auch immer. Ziemlich wenige Regeln. Aber natürlich nicht unter die Gürtellinie oder in die Lenden, nicht Lenden, in die Leiste schlagen oder da in Unterleib, wollte ich sagen, oder nicht an den Haaren ziehen und nicht beißen, also so Standardregeln halt, aber ansonsten ist vieles erlaubt hier und deswegen begeistert mich diese Sportart auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal, was hier steht. Willkommen bei EA Sports UFC. Dieses kurze Tutorial wird dir alles erklären, was nötig ist, um dieses Spiel zu spielen. Darunter auch Striking, den Clinch, Takedowns, Bodenkämpfe, Submissions. Legen wir los. Also wir haben hier John Jones, das weißt du schon mal, wie er heißt. Beliebige Richtung, um L, um den G, um zu bewegen. Ja gut, soweit sollte das ja klar sein. Ne? Das also, war toll. L zum Bewegen. Dann haben wir hier die verschiedenen Tasten, um Angriffe auszuführen. Ich denke mal, jede Taste ist hier für eine Hand. Hier haben wir zum Beispiel X für die linke Hand, Y dann für die rechte Hand. Dann können wir hier nach vorne und X, nach hinten und Y. Dann haben wir A für den linken Fuß, haben wir B für den rechten Fuß. Also wie früher bei Tekken, jeder Knopf für ein tolle Angriffe. Genau so nimmt man seinen Gegner auseinander. Okay, deutscher Kommentar. Das ist wahrscheinlich, da werde ich den mal wieder ausschalten, sobald ich mir das Spiel hole. So, LT gedrückt halten.
um den Körper deines Gegners mit verschiedenen Angriffen zu attackieren. Also LT halte ich gedrückt. Und dann, ach so, da steht ja, was ich machen soll. Und dann wird er auf den Körper schlagen, wenn man LT gedrückt hält. Also ich sehe schon, man muss hier auf jeden Fall viele verschiedene Tastenkombinationen lernen. Wie früher bei Tekken gab es dann auch die Leute, die einfach alles Mögliche geprügelt haben und oftmals dann gewonnen haben. Und dann gab es die Leute wie ich, die irgendwelche Kombinationen versucht haben zu spielen und dann Deine gegen die Körpertreffer Leute waren oft verloren haben, sensationell. die einfach nur Heute wild auf kannst die du an Tasten deinen Angriffen rumgehämmert haben. feilen Also und da dich habe ich auf schon Tekken Ockergott oder so vorbereiten. damals gegen meine Schwester verloren und da hatte ich schon keinen Bock mehr. Naja, jetzt guck mal hier, fortgeschrittene Angriffe. Halte LB oder RB gedrückt, um fortgeschrittene Angriffstechniken einzusetzen. Fortgeschrittene Angriffe verursachen mehr Schaden. Ah, hier sehen wir schon mal, da macht er dann so einen komischen Kick. Ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Moves heißen. Aber auf jeden Fall sieht das schon komplizierter aus. RB jetzt auch. Achso, X soll ich ja drücken. Ich vertue mich da mal mit der PlayStation-Steuerung. Also, jetzt mach doch mal so nach hinten. So, ja, B und X. Auf jeden Fall sehen wir hier Du schon hast mal die deine ganzen Angriffe Moves schön bekommen wir hier kombiniert. gezeigt. Halte Konzentrieren RT wir uns gedrückt, heute um zu auf perfekte blocken, durch die Blocks. Angriffe deines Gegners weniger Schaden zu erleiden. Je länger du RT gedrückt hast, desto weniger wirkungsvoll ist deine Verteidigung. Ja, auch schon mal sehr gut. Also wenn man die ganze Zeit hier so geblockt steht, dann bringt das auch nichts. Also man muss schon mal wieder loslassen und dann im richtigen Moment blocken, würde ich sagen. Tolle Blocks. So, Das jetzt haben hast wir du da ein gut paar gemacht. Blocks gehabt. Halte An die RD Arbeit. gedrückt und drücke X oder Y, um hohe Angriffe zu blocken. Beziehungsweise A oder B, um tiefe Angriffe zu blocken. Okay. Ja, da blockt man dann nach unten mit den Tasten. Also, wie sie es Sehr versprochen haben, gut. eigentlich die volle Heute geht es Kontrolle darum, wie man in den Clinch kommt. über den Kämpfer hat man. Clinch-Ansatz. Bewege R in eine Richtung, um einen Clinch zu versuchen. Halte LB und RW gedrückt. Hältst du LB und RW gedrückt, ändert sich die Art des Clinches. Versuchst du dich aus dem Clinch zu lösen. Okay. Also, dann versuch mal hier so in den Clinch zu kommen. So, wenn ich jetzt hier wieder den linken Stick drücke, löst er sich wieder. So, jetzt haben wir eine andere Art von Clinch. Sieht man immer dieser Infight sozusagen, wie man beim Boxen sagt. So, wenn ich RB drücke, wird er ihn jetzt nochmal anders packen. Jetzt habe ich ihn so quasi von unten gepackt hier. So, jetzt hätten wir das auch. Jetzt wieder der normale Clinch. Hervorragend. Bewege den rechten Stick nach links oder rechts, um anschließend in einem Viertelkreis, um im Clinch einen Positionswechsel auszuführen. Okay, also so nach oben. Ah, wenn ich jetzt. So, jetzt kann ich hier quasi auf den Gegner einprügeln. Und wenn ich den rechten Stick wieder wähle, bin ich hier wieder in der Position. Also erstmal auf jeden Fall am Anfang viel Steuerung, die man verinnerlichen sollte, würde ich sagen. Also ähnlich wie bei NBA 2K. Wenn man da die Steuerung nicht drauf hat am Anfang, dann kommt man Großartig da den auch nicht Clinch weit. kontrolliert. Lass Halte uns heute LT an den gedrückt und Takedowns verwende R, arbeiten. um Takedowns auszuführen. Das heißt, wenn ich meinen Gegner dann zu Boden schmeißen kann. So, LT. Oh, sehr schön. Jetzt bin ich dann quasi hier auf ihm drauf. Aber jetzt beide Tasten gleichzeitig. Und da gibt es einen Power Takedown. Hat man gesehen, er hat den Gegner vorher noch hochgehoben. Und dann, wenn ich ihn andersrum drücke, schnappt er ihn sich so rum. Niemand in der UFC hat eine Chance gegen deine Takedowns. Bewege Also gut, zeig, was du kannst. R nach links oder rechts, um anschließend in einem Viertelkreis um auf dem Boden verschiedene Positionen. Okay. Also ähnlich wie oben auch schon, kann ich natürlich auf dem Boden jetzt hier. Steigt er über das rechte Bein. Und jetzt liegt er hier so auf ihm. Die ganzen Positionen haben auch Namen, ich weiß. Aber ich kenne sie nicht, also keine Ahnung. Könnte mir gerne nennen, auch wenn ich mir das wahrscheinlich alles nicht merken kann.
So, ich hoffe, wir sind bald fertig, aber wir sind bei Lektion 11 erst. verhalten muss. Also halte RT Konzentrieren wir uns gedrückt. heute auf die Takedown-Verteidigung. Drücke einfach mal weiter. So, was. Achso, jetzt war ich natürlich zu langsam. Takedown nicht verhindert. So, habe ich den Takedown verhindert dann. Also wie blocken, nur dann auch die Takedown-Position, den Deine Stick nach unten Arbeitsmoral ist drücken. Also beeindruckend. man kann alles Mögliche blocken mit RT plus irgendwas. Wenn man RT dann und die Tasten drückt, blockt man den Angriff der Tasten RT plus rechten Stick nach unten. Blockt also den Takedown. Positionswechselverhinderung. Heißt auch wieder alles mit RT. Nur in einem Viertel. Ah ne, ich muss nur nach rechts oder links drücken, wenn ich sehe, dass der Gegner nicht dahin da einen Positionswechsel ausführen will, muss ich die wieder RT plus die den rechten Stick in die Richtung drücken. Also RT plus dann irgendeine Taste, damit lässt sich dann der Du Angriff bist kontern. echt Da muss man großartig. dann natürlich oh, Submission-Befreiung. Jetzt geht es noch in die Aufgabe hier. Okay, jetzt muss ich. Habe ich Sehr jetzt noch nicht so gut. wirklich gerafft. Dein Gegner kann deinen Befreiungsversuch blockieren. Ändere die Richtung, indem du R bewegst und ihn über deine Absichten im Unklaren lässt, okay? Ah, ich sehe, ich muss versuchen, die Anzeige voll zu kriegen. Ah, so Das war eine langsam habe ich es perfekte gerafft. Muss Submission-Verteidigung. natürlich den Stick Das immer will ich bewegen, nicht weil der Gegner, wenn abklopfen. er in die gleiche Richtung drückt, dann blockiert er die Submission halt. Verteidigung gegen Submissions. Halte RT gedrückt und bewege den Stick nach oben, um dich gegen Submissions zu verteidigen. Also Submissions sind halt Moves, die der Gegner dann macht, um mich zur Aufgabe zu zwingen, wie den Arm zu Sehr verdrehen und dann gut. zu verbiegen. Und dadurch muss man dann aufgeben, ansonsten bricht es einem den Arm und so oder drückt mir die Luft ab oder so. Submission-Einleitung. Jetzt kann ich selber die Submission einleiten. Halte RB gedrückt und verwende R, um einen Submission-Versuch einzuleiten. Ist die Submission eingeleitet, musst du R in dieselbe Richtung bewegen wie dein Gegner, um dessen Befreiungsversuch zu blockieren. Okay, also Submission eingeleitet. Und jetzt muss ich den Gegner natürlich versuchen, daran zu hindern. So sieht das aus, mehr Tempo jetzt. Submission-Griffe fixieren. Leite eine Submission ein, bewege L kurz nach oben, unten, links oder rechts, sobald die im Submissions-HUD angezeigt wird, um den Submission-Griff zu fixieren. Okay. Weiß noch nicht kurz genau, was gemeint ist jetzt. Ah, jetzt habe ich es nach unten gedrückt. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ah. Ach Mist, jetzt hat er sich Genauso. befreit, ansonsten hätte ich wohl hier die Submission geschafft. Komplette Submission-Kämpfe, leite eine Submission ein, verwende R, um zu verhindern, dass sich dein Gegner befreit. Bewege L kurz in eine Richtung, sobald die entsprechende Anzeige erscheint. Halleluja, jetzt muss ich beides machen. Also wenn da L steht, oh, jetzt müsste ich L drücken. So musst du immer trainieren. Glückwunsch, du hast das Walkthrough abgeschlossen. Okay, das war's also. Hey everybody, I'm UFC Naja, Champion auf Dana jeden White. Fall, Now you should wie know lange more hat es than jetzt enough for this gedauert? stuff. Keine Ahnung, knapp Welcome 10 to EA Minuten Sports UFC. dauert dieses Now play. Tutorial, erklärt zumindest schon mal alles. Und hier sehen wir es schon, Karrieremodus wird es auf jeden Fall dann geben im kompletten Spiel. Viel zu lernen auf jeden Fall im Tutorial, also 10 Minuten ist man zwar durch, aber ob man sich alles gemerkt hat, das bleibt dann abzuwarten. Also mit den normalen Tasten A, B, X, Y oder auf der PlayStation dann halt Kreis und Dreieck bewegt man die Gliedmaßen. Mit LT oder L2 auf der Wir sehen PS4 jetzt einen macht man dann UFC-Kampf im spezielle Halbschwergewicht. Schläge oder so. Mit RB macht man dann nochmal Powerschläge. Ladies and gentlemen, despite Bruce three Buffer rounds hier, in the UFC der Light Octagon-Ansager, ist ja Heavyweight kein Ring, ist ja ein Division, Achteck. introducing first, fighting out of the blue corner,
Alexander Gustafsson, von dem habe ich zumindest schon mal gehört. Ich lasse jetzt hier die Einleitung mal laufen, damit ihr auch einen Eindruck davon bekommt. Aber ihr könnt euch die Demo ja auch selbst runterladen. Ich denke, dass das dann auch, dass man die auch ohne Xbox, wie heißt das, Live oder so, und PlayStation Plus laden kann. Ich habe beides halt wegen Madden. John Jones, USA, 19 Siege. Gucken wir mal, wie wir uns jetzt gleich hier schlagen oder auf welcher Schwierigkeitsstufe das überhaupt steht. Grafik finde ich relativ gut. Denke mal schon, dass die Kämpfer realistisch aussehen. Ich kenne die echten jetzt nicht. Aber sieht auf jeden Fall sehr realistisch aus. Also die Tattoos, denke ich mal, dass die genau extra stimmen. Die Kämpfer sehen relativ echt aus. Das sieht auf jeden Fall nach Next Gen aus. So, jetzt werden wir mal versuchen, hier ein bisschen rumzuprügeln. Viele Schläge in die Luft. Mal ob wir hier im Clinch kommen. Na, hier können wir mal ein bisschen draufschlagen. Oh, jetzt bin ich hier in eine schlechte Position gekommen. Oh, da habe ich nach dem Tritt angesetzt. Oh, da habe ich mal voll in die Fresse gekriegt. Oh, da springt er mal hoch. Ich weiß nicht mehr genau, wie man sich daraus befreit, verdammt. Ich habe keine Ahnung, wie genau ich mich jetzt hier befreie. Harte Schläge von oben. Der Punch kommt an. Ich drücke irgendwas, versuche hier zu blocken, versuche den linken Stick irgendwie zu drücken, den rechten, um mich irgendwie zu befreien. Ich habe keine Ahnung, was ich drücken muss, verdammt. Hat man mir das eben erklärt, wie ich mich daraus schaffe zu befreien? Ich weiß es nicht. Aber jetzt kriege ich hier erstmal wieder auf die Fresse. Ich muss mal kurz Pause drücken, wie ob hier Spielhandbuch. Okay, das Ganze scheint es online zu geben. Ja, okay, ich will jetzt hier nicht euch damit nerven, hier das Spielhandbuch runterzuladen. Obwohl, da steht schon Spielanleitung, Steuerung. Gucken wir mal, ob das Takedowns, Clinch-Versuche, Striking, Position verbessern, Takedowns, RT und die Seite, aufrichten, linken Stick nach oben, okay. Also wirklich finde ich da jetzt nicht, wie ich es schaffe, hier wieder aufzustehen. Ich versuche mal ein bisschen mit rumzupunchen. Und jetzt ist er hier in einer guten Position, würde ich mal behaupten. Hat er hier schon zu einer Submission angesetzt. Meine Fresse, ich hasse es, wenn ich nicht weiß, was ich machen muss. Ich bleib jetzt hier einfach mal liegen. Die Runde geht ja auch noch ewig in 3 Tage. Ich dachte, die gehen etwas schneller vorbei. Ja, gute Linke. Dann machen wir die alte bewährte Tekken-Taktik, alles in alle möglichen Richtungen drücken. Ja, klappt doch wieder. Er ist wieder auf den Beinen. Starke Kombination. Jetzt geben sie es sich richtig.
Was für eine Linke. Klasse. So, jetzt muss er sich hier erstmal. Die gehen in den Klitsch. Und noch ein Treffer. Und da ist der Übergang zum Teilklitsch. Ja, ein solider. So, mal gucken. Ja, Mist, ich wollte eigentlich auch mal einen Takedown ausführen. Der Klitsch ist vorbei. Er zieht den Haken zum Kopf. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie das funktioniert. Ja, sie kämpfen mit offenem Visier. Und jetzt versucht er es im Teilklinch. Schöner Treffer mit der Linken. Sauberer Kniestoß. So, jetzt müssen wir uns da mal wieder befreien hier. Ja, starker Kick. Oh, starker Kick. Ach, Scheiße. Den habe ich natürlich zu spüren bekommen. Nein, nicht wieder am Boden, ey. Nicht wieder am Boden. Ja, das sieht mal gar nicht gut aus hier. Das sieht gar nicht gut aus. Also jetzt sind wir wieder dabei, dass ich mit der Steuerung überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Ich versuche mich hier zu befreien. Aber jetzt bin ich mal oben hier. Ja, er ist wieder in der Side Control. Jetzt hat er sich befreit. Ich versuche mal wieder darüber zu kommen. So. Ah, jetzt steht er da auf. Ja, und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Da, schöner Kick. Ja, gute Arbeit. Boah, jetzt geht es hier richtig rund. Schöne Kombination. Oh, ich denke, der hat da auf jeden Fall mal ein bisschen. Ah. Damit endet die erste Runde. So, jetzt habe ich mich da auf jeden Fall geschafft. Langsam habe ich es. Mit dem rechten Stick kann man sich da befreien. Immer in dieser Viertelkreisbewegung, um seine Position zu verbessern. So war das. Aber ich denke, in der ersten Runde war er vorne, weil ich da lange Zeit am Boden verbracht habe. Also, man sieht sich, arbeite viel mit Box. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie man die Takedowns ausführt. Er hat seinen Rücken. Starker Kniestoß. Denke ich, da war ich in einer guten Position. Oh, das sind harte Knietreffer. Ach, jetzt liege ich hier wieder auf dem Boden. So, jetzt, dann ist das schon eine gute Position. Versucht aus der Side Control. Schöne Rechte. Er ist in der Side Control. So, jetzt sind wir mal da drauf. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem. Schöner Treffer. Na, stehen wir mal auf. Ja, er steht. Oh. Haben wir direkt mal kassiert hier. Also eindeutig ist mein Körper röter als der des Gegners. Und jetzt immer diese Takedowns, wie mache ich die denn nochmal? Das ist das, was ich meine. Du weißt einfach nicht, machst hier eben dieses Tutorial und du raffst diese Takedowns einfach danach nicht mehr. Steuerung. Oh, zurück. LT und dann den Stick. Ah, okay. Ich drücke die ganze Zeit LB. Ja, er kommt wieder hoch. Okay, den hat er schon mal abgeblockt. Starker Block gegen diesen Kniestoß. Ja, der Haken sitzt. Oh, der Headkick hat gesessen. Oh, jetzt atmet es in eine wilde Prügelei. Schön. Das haut er mir hier wieder in die Fresse. Ach du Scheiße, jetzt geht's hier zu Ende. Jetzt geht's zu Ende, das muss es gewesen sein. K.O. tritt in die Fresse und dann verliere ich hier
diesen ersten Kampf, wie gesagt, keine Ahnung von der Steuerung, Tutorial gemacht und dann bam, volle Pfund den Fuß in die Fresse gekriegt, nachdem der Elbow da in das Leere fliegt. Schöner Spin-Kick. Und dann gehen die Lichter aus, würde ich sagen. Naja. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis für uns. Ja, offizielles Ergebnis wird K.O. sein. Können wir weiter drücken. Wir brauchen keinen Rückkampf. Kampfstatistiken können wir uns angucken. Wirkungstreffer haben wir gerade mal 10 von 14. Der Gegner 29 von 45. Gesamtangriffe, der Gegner ein paar mehr getroffen. Takedowns haben wir halt keinen geschafft. Takedown-Quote. Und dann war er im Endeffekt auch besser und ist der verdiente Sieger, würde ich sagen. Ja, wenn ich hier auf Beenden gehe, denke ich, da kommt nicht mehr viel. Ich denke, das wird die Demo hier gewesen sein. Nein, spiele das doch. Spiele den Schnellkampf, betritt das Octagon, das Tutorial. Hier sehen wir es. Am 20. Juni kommt es also hier erst in den Handel. Am 17. Juni ist es in Nordamerika, also doch noch etwas mehr als 2 Wochen. Ich denke mal, hier wird ein Trailer zu sehen sein. Also ich habe euch hier auf jeden Fall die Demo vorgestellt. Was sage ich jetzt zu dem Spiel? Also mir gefällt sehr gut. Die Optik finde ich sehr ansprechend auf jeden Fall. Die Kämpfer sehen realistisch aus, ohne jetzt die realen Kämpfer zu kennen. Das könnt ihr wahrscheinlich besser beurteilen. Die Steuerung, ja, also schon. Also es ist ja einsteigerfreundlich. Es ist ja eigentlich ganz klar. Also die Tasten sind eigentlich sehr gut belegt, weil das fast intuitiv ist, wenn man sich zwei, drei Sachen merkt, wie die Sachen gehen, zum Beispiel wie die Takedowns, wenn man sich das einmal merkt, oder wie die Takedown-Verteidigung dann geht, wenn man das einmal drauf hat, dann läuft das eigentlich intuitiv, weil man mit der Blockentaste dann auch alles andere blocken kann und mit dem Stick macht man halt diese Clinch- und Bodenverbesserungskämpfe. Ansonsten ist die Steuerung, denke ich, zwar am Anfang scheint sie etwas kompliziert, aber ich glaube, wenn man sie dann verinnerlicht hat, was relativ schnell gehen wird, dann sollte diese kein Problem mehr sein. Man hat aber auf jeden Fall dank der Steuerung sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, den Kampf zu gestalten. Also durch diese Kombination mit LT und LB und RT und RB oder in dem Fall R2, R1 und so weiter auf der PlayStation, kann man dann dadurch unterschiedliche Angriffe und deren Verteidigung machen. Das wird auf jeden Fall dadurch ein sehr strategischer Kampf, denke ich, weil es dann eben nicht dieses wilde Tastenprügeln wird, hoffe ich zumindest. Ja, ansonsten verrät die Demo jetzt nicht viel über den Inhalt des kompletten Spiels. Man sieht eigentlich nur das Spiel. Ich hoffe ja, dass das richtige Spiel dann einen vernünftigen Karrieremodus erhält und aber auch einen vernünftigen Online-Modus und dass man da dann so Ranked-Matches spielen kann. Also darauf freue ich mich am meisten. Ich werde dazu auf jeden Fall Let's Plays machen. Ich denke, wenn der Online-Modus vernünftig ist, werde ich Online-Let's Plays zeigen, also Online-Kämpfe Mann gegen Mann, finde ich eigentlich immer am besten, als gegen die CPU zu spielen, denn CPU ist immer so berechnend, finde ich. Eine CPU reagiert einfach nicht, wie ein anderer Spieler reagieren würde und deswegen gefallen mir da Online-Matches wie auch in allen anderen Spielen am besten. Ich werde auf jeden Fall das Spiel nochmal vorstellen, wenn es rauskommt, dann werde ich auch alle Modi vorstellen, wie den Karrieremodus, den es mit Sicherheit geben wird. Und alle anderen Modi auch. Und wenn es der Online-Modus funktioniert, werde ich dazu auf jeden Fall Let's Plays machen. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck vom Spiel bekommen, auch wenn mein Kampfstil jetzt wieder eher nicht so berauschend war. Aber ich denke, das Spiel konnte ich euch zeigen. Ich denke, auf der PS4 wird es mindestens genauso gut aussehen wie hier jetzt auf der Xbox. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Paddy für PaddyStarTV. Ciao, Leute.